Hallo, Harley hier. Herzlich willkommen zum Sid Meier's Colonization Let's Play. Colonization ist ein Spiel von 1994 bzw. 95, halt 94 erschienen für die DOS-Version, 95 dann für Windows, Amiga und den Mac nachgeliefert. In diesem Fall ist es die Windows-Version von 95. Dies stellt eines der ersten PC-Spiele dar, die ich selber gekauft habe. Von den Spielen für den C64, mit dem ich eigentlich angefangen habe zu zocken, sehen wir jetzt mal ab, weil die sich relativ schlecht spielen lassen. Bei Colonization handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel im Sinne von Civilization, welches ja 91 erschienen ist. Ist halt auch von Sid Meier's. Nur geht es hier nicht um das Führen einer Nation durch die einzelnen Epochen, sondern man soll hier ein Kolonialreich errichten. Das heißt, man fängt 1492 an beim Besiedeln der neuen Welt und soll dann bis 1760 oder so, genau habe ich es jetzt nicht im Kopf, die Unabhängigkeit vom Vaterland erklären. So. Jetzt müssen wir eigentlich warten, bis der Busenbuckel da mal ankommt. Dann kann ich die Sachen ein bisschen anders erklären. Ich könnte natürlich sagen, es gibt 4 verschiedene Nationen, aber da kommen wir gleich alles noch drauf. Der Vorspann braucht immer ein bisschen, aber man will ihn ja auch zeigen, weil dieser coole Typ da natürlich erstmal die Fahne in den Boden rammen muss. So, da sehen wir es nochmal. Sid Meier's Colonization. Hier sind wir jetzt in der Menüführung. Ausweg. So. Zum einen kann man ein Spiel in der neuen Welt jetzt starten, das heißt vollkommen zufallsgeneriert. Oder man startet ein Spiel in Amerika, da wird eine Karte generiert, die ungefähr dem Doppelkontinent Amerika entspricht. Mit Bergen und wo die Rohstoffe liegen und die Indianerdörfer und so weiter und so fort. Und man kann eine Welt individualisieren. Beim Individualisieren hat man 4 verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man die Größe der Landmasse bestimmen, ob klein, mittel oder groß. Ebenso auch die Landform, ob man Inselgruppen hat, so eine mehr oder weniger normale Landform oder halt einen kompletten Kontinent. Ebenso geht es um Temperaturen wie kühl, gemäßigt oder warm und das Klima trocken, normal oder feucht. Die letzten beiden haben vor allem Einfluss darauf, welche Rohstoffe man findet. Während die ersten beiden mehr der persönlichen Neigung entsprechen, ob man lieber auf kleinen Inseln oder großen Kontinenten spielt, wobei ich zumindest in den hohen Schwierigkeitsgraden die kleinen Inseln bevorzuge, weil die einfach besser zu verteidigen sind. So, wir selber fangen natürlich ein Spiel in der neuen Welt an, weil wir uns überraschen lassen wollen und kommen jetzt gleich zu den Schwierigkeitsgraden. Vom Entdecker über den Seefahrer, Konquistador, Gouverneur bis hin zum Vizekönig haben wir hier insgesamt 5 Stück. Vizekönig und Gouverneur haben es schon in sich, sind aber machbar. Da muss man halt konzentriert von Anfang bis Ende rein auf die Unabhängigkeit zuarbeiten. Konquistador ist eigentlich der bevorzugte Schwierigkeitsgrad von mir. Ich werde aber fürs Let's Play jetzt den Seefahrer nehmen. Einfach weil man damit die besten Möglichkeiten hat, noch ein bisschen was zu zeigen, ohne dass man Gefahr läuft, doch mal was falsch zu machen. Und der Entdecker ist mir dafür aber dann doch zu einfach. So, also nehmen wir den Seefahrer. Als jetzt können wir uns eine von den 4 Nationen aussuchen. Zum einen haben wir da die Engländer. Hier unten sieht man nochmal, welche Vorteile die haben. Die Engländer zum Beispiel mit der Immigration. Das bedeutet, sie bekommen mehr Siedler von Europa, das heißt Auswanderer, die man nicht bezahlen muss, einfach aufgrund religiöser Unruhen in dem Land entscheiden sich mehr Leute, wir wollen weg. Als nächstes haben wir die Franzosen mit der Kooperation, das bedeutet, sie verstehen sich mit den Indianerdörfern einfach besser wie die anderen Nationen, was halt den Umgang mit den Indianern verbessert. Ist jetzt nicht sehr spielentscheidend, kann aber auch Spaß machen. Als nächstes haben wir den Spanier, so ganz historisch auf Eroberung ausgelegt. Diese bekommen einen Bonus von 50% Angriff, wenn es darum geht, Indianerdörfer anzugreifen. Lohnt sich auch nur, wenn man dieses auch vorhat. Bringt dann aber wiederum Abzüge in der Endwertung.
Als nächstes haben wir den Niederländer bzw. hier Holländer benannt. Der hat einen Handelsvorteil. Im Gegensatz zu allen drei anderen Nationen startet der Holländer mit einem größeren Handelsschiff und hat einen stabileren Markt im Heimathafen. Bedeutet, die Preise fallen langsamer und erholen sich wieder schneller. Für mich ist der Niederländer mit seinem Bonus eigentlich am angenehmsten zu spielen. Danach folgt halt der Engländer, weil Siedler halt auch einen sehr wichtigen Stand in diesem Spiel haben. Ich werde jetzt aber einfach mal den Holländer spielen, weil ich das größere Schiff einfach mehr mag. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Namen. Und unser Name ist der Hauptmann Hali. Holland. Die protestantischen holländischen Provinzen wurden im Zeitalter der Expansion vom katholischen Spanien unabhängig. Als Fischer und Kaufleute unterhielten die holländischen Niederlande Flotten in der Nord- und Ostsee. Nach der Unabhängigkeit im frühen 17. Jahrhundert konnte diese winzige Nation ihre ideale Lage zur Ausweitung ihres Überseehandels auf lukrative neue Märkte im Fernen Osten und in der neuen Welt nutzen. Anders als ihre Rivalen und zeitweise Gegner, die Spanier, Franzosen und Engländer, wurden die Holländer von ihrer Kaufmannsklasse regiert. Daher waren sämtliche Aspekte ihrer Staats-, Militär- und Wirtschaftspolitik auf Handelsinteressen ausgerichtet. Ihre Strategie erwies sich als erfolgreich und die holländische Wirtschaft und ihre Handelsflotte expandierten so rasch, dass die anderen europäischen Mächte sich zu drastischen Maßnahmen gezwungen sahen, um ihre eigenen Unternehmungen zu verteidigen. So, hier halt nochmal der Bonus genannt. Wie man hier sieht, die Rohstoffpreise in Amsterdam fallen nicht so rasch wie in den anderen europäischen Häfen und erholen sich schneller. Genau das wollten wir auch haben. Im Jahre des Herrn 1492. Eine Audienz mit dem Statthalter. Zur größeren Ehre von Holland erklären wir euch zum Vizekönig der neuen Welt. Geht hin und erforscht dieses neue Land, besiedelt es und bringt euch selbst und unserer Nation Reichtum und Ruhm ein. So, ein weiterer Vorspann. Dieser zieht sich jetzt ein bisschen. Dann kann man noch ein bisschen erklären. Oder noch halt ein bisschen was erzählen für Leute, die das Spiel halt nicht selber kennen. Wobei ich da sagen muss, ihr habt wirklich was verpasst. Allein, was bei damaligen Spielen ja schon klasse war, nennt sich Handbuch. Das war wirklich noch ein Buch, mehr oder weniger, mit zig Seiten und nicht mehr so ein gammeliges, langweiliges Beilegeheft wie heutzutage. Dieses Buch bezog sich dann auch nicht nur auf das Spiel an sich, wo halt gesagt wurde, hier, dort könnt ihr das bauen und damit macht ihr jenes und damit bewegt ihr eure Sachen. Nein, man bekam vor allem auch eine Menge Hintergrundinformationen, was zum Beispiel diese Zeitepoche anging. Seien es, wie sind die Spanier zu dem geworden, was sie dann halt in Amerika auch waren, oder wie sah es in England zu der Zeit aus, wie ging es den einzelnen Indianerstämmen, was haben die genau gemacht und so weiter und so fort. Auch Hintergrundwissen über jeglichen Gründervater, den man hier nachher auch anwerben kann, also wichtige Leute wie zum Beispiel George Washington, Pocahontas, LaSalle, Jan de Witt und wie die Typen hier auch alle heißen, hat es halt wirklich gegeben und spielen hier auch eine wichtige Rolle, mehr oder weniger. Zumindest bringen sie Boni, die man doch schon gerne mitnimmt. So, ich glaube, damit haben wir jetzt diesen Vorspann auch hinter uns. Genau, hier haben wir jetzt auch gleich die Karte. In der Mitte blinkt halt unser Handelsschiff. Wir sehen hier oben die normale Menüleiste, eine Karte, wo wir halt auch gerade unser blinkendes Schiffchen sehen. Das derzeitige Datum, das ist der Frühjahr 1492. Und dann wie viel Gold wir besitzen, wie hoch der derzeitige Steuersatz ist. Der König wird mit der Zeit immer gieriger. Unser Schiff halt selber, welches wir halt gerade ausgewählt haben. Wie viele Züge wir noch haben, wo es sich befindet, was es genau ist, wie die Befehle sind und was es geladen hat. So, am meisten spiele ich das hier mit der Tastatur, weil es einfach angenehmer ist, wahrscheinlich mit der Maus rumzuklicken. Und wir haben hier schon Land entdeckt. Dies braucht jetzt natürlich auch einen Namen und wie sollte es alle anders sein? Es heißt nach mir. Das ist das Haliland. Nicht sehr einfallsreich, aber
Ich glaube, so gut wie jeder, der Colonization mal gespielt hat, nennt die Welt nach sich. Unsere erste Aufgabe ist es jetzt, an dieser schönen neuen Küste einen Platz für unsere erste Kolonie zu finden. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel das erste Indianerdorf. Direkt daneben zu bauen ist ungünstig, das mögen nur die wenigsten indianischen Völker. Und was man hier auch schon sieht, sind die verschiedenen Symbole auf den Feldern, die halt Boni versprechen. Hier zum Beispiel die Fische heißen, man kann dort besser Fisch angeln. Hier ist das Holz halt besser, da gibt es ein bisschen mehr Eisen, beziehungsweise sogar ein bisschen Silber. Und so weiter und so fort. Gerade Holz und Erz stellen am Anfang was ganz Wichtiges dar, weil man damit die Kolonien halt ausbauen kann. Und ich finde, ich habe hier auch schon direkt den Platz für meine Kolonie gefunden und auch gleich die Indianer getroffen. So, wir haben hier den Irokesenstamm. Der Irokesenstamm heißt euch willkommen. Wir sind eine ruhmreiche Nation von 15 Dörfern. Um unsere Freundschaft zu besiegeln, bieten wir euch das Land, das ihr besetzt habt, als Geschenk an. Nehmt ihr unser Angebot an und wollt ihr mit uns im Frieden als unsere Brüder leben? Ja, aber natürlich wollen wir das. So, dann begrüßen sie uns und rauchen mit uns erstmal eine, wie es sich gehört. So, freuen sich über unsere Besuche und wir können ihnen halt auch Wagenzüge schicken. Mit Wagenzügen, hier so kleine Twecks, kann man mit denen halt handeln. Wagenzüge, also Überlandhandel, finden die Indianer auf alle Fälle cooler wie halt Schiffe, denn Schiffen trauen die einfach nicht. So, wie man hier sieht, ist das Wasser hier ein bisschen hervorgehoben, das stellt die Seewege dar, nur über die kann man zum Beispiel nach Europa fahren. Und bevor wir jetzt hier eine Kolonie gründen, werden wir das Gebiet, wo sich der Pionier befindet, erstmal roden und dann pflügen. Denn die Kolonie übernimmt die Rohstoffe von dem Feld, auf das es steht. Das heißt, wenn es jetzt bewaldet ist, bekommt es weniger Nahrung. Ist es stattdessen gerodet und gepflügt, ist der Nahrungssatz halt höher. Ebenso werden halt dann jetzt nicht wie in dem Fall wahrscheinlich, da es bewaldet ist, Felle, das ist meist so 2-3 Stück in der Kolonie entwickelt, sondern dann vielleicht 2-3 Baumwolle oder was auch immer auf dem Feld gerade aktuell ist. Man kann auch ganz einfach gucken, man drückt einfach mal H. Und dann sieht man, wie sich alles, was die Felder bedeckt, abbaut und sieht dann hier die verschiedenen Färbungen. Hier oben, da ist Zuckerrohr, hier gibt es Baumwolle, da gibt es Tabak. Das sind dann halt mehr die Sumpfländer, wo es weniger gibt. Hier gibt es zum Beispiel dann bessere Nahrung und so weiter und so fort. Hier auf dem Wüstenfeld sehen wir auch gleich schon eine Oase, die würde auch wieder mehr an Nahrung bringen. Aber wir warten jetzt erstmal ab. So, unser Handelsschiff fährt schon mal nach Europa. Da gucken wir mal, wie es dort so aussieht. Und wir sehen auch schon, religiöse Unstimmigkeiten in Holland sorgen für verstärkte Immigration. Siedler, verdiente Knechte sind jetzt in Amsterdam verfügbar. So, und gerade das, wo halt durch religiöse Unstimmigkeiten Siedler kommen, ist bei den Engländern halt erhöht. Ein Grund, warum man gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden lieber die Engländer spielt, weil man sieht, das habe ich natürlich einfach geklickt, ohne zu zeigen, weil ich einfach schon im Spiel drinne bin. Man kann hier rekrutieren und das kostet Geld. Wie es halt so ist, wenn die Leute nicht freiwillig kommen, drückt man den Patal in die Tasche, dann freuen sie sich. So, ich habe mir jetzt einen Speer gekauft, um besser die Gegend erkunden zu können. Und um sich halt das Geld zu sparen, was auf den höheren Schwierigkeitsgraden noch schwerer zu verdienen ist, freut man sich dann über den Engländer, der halt generell mit mehr Siedlern daherkommt. So, um das nochmal zu erklären, wir haben hier den Rekrutierungsbildschirm. Hier kann man sich einfach aus dieser Liste, da stehen 3 Pusemuckel drin, da kann man sich einen aussuchen. Die sind auch immer so festgelegt, ich kann das öffnen und schließen, so oft ich möchte, da ändert sich nichts. Es ändert sich erst, wenn ich einen davon kaufe, dann rückt halt einer nach.